Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Im Laufe der Zeit habe ich immer wieder von euch Anfragen bekommen. Hey, du magst das neue Star Trek nicht? Stell doch mal ein Star Trek-Konzept vor. Wie würde dein Star Trek ausschauen, wenn du was zu sagen hättest? Und heute ist es soweit. Wir gehen jetzt hier davon aus, im theoretischen Sinne, ich hätte genug Geld, ich hätte Star Trek aufgekauft, wie zum Beispiel Disney Star Wars aufgekauft hat. Paramount und CBS haben nichts zu sagen. Ich bin der Chef im Geschäft, wie man so schön sagt. Also, legen wir los. Bevor ich hier loslege mit meinen Serienkonzepten, möchte ich aber hier auch ein bisschen allgemein drauf eingehen. Wie würde Star Trek überhaupt sich entwickeln? Nun, für mich ist immer noch Star Trek die Originalserie, Enterprise, TNG, Deep Space Nine und Voyager und die Kinofilme 1 bis 10. Also das alte Star Trek. Also wir schreiben das Jahr 2005. Die Serie Enterprise wurde abgesetzt und ich habe Star Trek aufgekauft. Hier müsste man Star Trek zweiteilen. Einmal das, was wir onscreen sehen und einmal was wir offscreen sehen. Als erstes würde ich hier die Star Trek Serien leicht überarbeiten in der Blu-ray-Fassung, was man ja auch bei Star Trek TOS gemacht hat. Überhaupt, ich fand das sehr gut gemacht, dass man TOS remastert hat. Gerade die Planeteneffekte und die einige Szenen, die man dazugefügt hat, sehen hier richtig toll aus. Bis auf die Enterprise. Ich finde, die Animation ist da ein bisschen nur durchschnittlich. Hätte man besser machen können. Aber nichtsdestotrotz, auch mit TNG zum Beispiel, das hat man ja auch remastert. Es sieht total cool aus. Die Bilder sind erstmal gestochen scharf. Wir haben nicht dieses Blasse aus den 80er, 90ern. Ich hätte natürlich bei TNG minimal ein paar Kleinigkeiten geändert. Sprich, wir sahen ja die legendäre Schlacht von Wolf 359. Oder besser gesagt, wir sahen nur die Resultate daraus. Erst bei Star Trek Deep Space Nine konnten wir überhaupt die Schlacht sehen. Und ich hätte zumindest hier über CGI in der Episode, wo Picard assimiliert wird, eine Szene von 10, 15 Sekunden CGI-Schlacht noch hinzugefügt. Überhaupt die Schlacht hätte man eigentlich auch bei TNG sehen müssen. Aber aufgrund Zeitgründen und Geldgründen hat man das nicht gemacht. Stattdessen bekam er das bei Deep Space Nine Pilot. Und ich finde, das wäre eine gute Ergänzung dazu. Und das Gleiche, was man bei TNG gemacht hat, erfolgreich zu remastern, würde ich auch bei Star Trek Voyager und bei Deep Space Nine machen. Gerade auch bei Deep Space Nine an sich gibt es hier wenig zu machen. Doch die letzten Episoden, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die mich stören. Bestes Beispiel die Endschlacht um Cardassia. Da hat man auch wiederum aus Zeit- und Geldgründen ein paar Szenen von den vorigen Raumschlachten hinzugefügt. Zwar nicht viel, nur ein paar Szenen, nur 10 Sekunden, 15 Sekunden lang. Aber ich finde, das hätte ich noch über CGI überarbeitet und das erneuert. Desto weiter hätte ich Star Trek wieder offscreen ausgebaut. Sprich, wir haben ja zum Beispiel Star Wars Galaxy Edge, sondern Abenteuerpark, das Eldorado für jeden Star Wars Fan. Und das gleiche hätte ich für Star Trek gemacht. Sprich, man hat hier viele verschiedene Geschäfte, die Requisiten verkaufen. Wir haben hier Simulatoren, du gehst in einen Shuttle-Nachbau rein. Das wird durchgeschüttelt. Achterbahnen und, das klassische Programm. Aber ich hätte auch zum Beispiel auf meinem Gelände verschiedene Objekte gebaut, sprich Hotels zum Beispiel. Also ein Hotel sieht aus wie die Originalserie, auch von außen sieht sie aus wie die Original Enterprise. Wir sehen die Station Deep Space Nine, wir sehen die Enterprise D, wir sehen die Voyager und wir sehen die Enterprise. Und jeder der Fans kann sich hier entscheiden, wo er übernachten will. Sprich, du gehst als TNG-Fan zu der Enterprise D-Variante hin und checkst dort ein. Die Mitarbeiter tragen die Uniformen der Serie entsprechend und du hast die Korridore, die nachgebaut wurden und du gehst in dein Quartier rein und du hast da wirklich das Design von der TNG-Style. Du guckst aus dem Fenster, du hast da Monitor-Displays, die natürlich nur das Weltraum zeigen. Wenn du aus deinem Quartier rausgehst, dann hast du wie gesagt die Korridore der Enterprise D. Du hast ja den Maschinenraum, den du besuchen kannst, sondern Hoteldurchführung. Du hast dann dementsprechend die Brücke der Enterprise und das würde dir als Fan suggerieren, hey, ich bin auf der Enterprise D. Und das wäre total klasse, finde ich. Jedoch habe ich natürlich auch was onscreen für euch vorbereitet. Natürlich nur grobe Konzepte, nicht zu Ende gedacht, aber in welche Richtung mein Star Trek gehen würde. Und da würde ich auf jeden Fall als Serie 1 die Serie Enterprise weiter fortsetzen. Ich weiß, dass die Enterprise-Serie von alten Star Trek-Serien die kontroverseste ist, aber nichtsdestotrotz, im Laufe der Zeit haben sich die Menschen auf jeden Fall mehr gewöhnt dran. Und ich kann auf jeden Fall sagen, zumindest das, was ich als Feedback kriege von Leuten, zum Beispiel von euch, aber auch von außerhalb der Community, kann ich sagen, dass die Enterprise-Serie mehr Akzeptanz gefunden hat als zum Beispiel das neue Star Trek. Und ich selbst bin auch selber ein Fan von Star Trek Enterprise.
Ich weiß, dass die ersten Staffeln nur durchschnittlich waren, aber die Serie wurde besser und besser. Das Problem war, warum man sie abgesetzt hat, eigentlich nicht, dass die Serie so schlecht war, sondern weil die Quoten zurückgegangen sind. Das lag aber auch daran, dass man sie ein bisschen künstlich sabotiert hat. Sprich, sie wurde relativ spät ausgestrahlt, wo die meisten Menschen schon in den USA sich schlafen gelegt haben, am späten Abend. Und das kam natürlich nicht so gut an quotenmäßig. Überhaupt, man kann sagen, dass die Serie Star Trek Enterprise nach der zweiten Staffel eigentlich von den Leuten im Hintergrund aufgegeben wurde, von den Auftraggebern. Und man hat die Serie eigentlich immer weiter verbessert und sie hatte Potenzial gehabt. Leider musste man sie nach der vierten Staffel aussetzen. Ich finde, ein ganz großer Fehler. Ich würde die fünfte, sechste und siebte Staffel im Jahr 2005 auch nachdrehen oder weiterdrehen. Gerade aber auch, weil wir hier super Handlungen gehabt hätten, was für die Föderation bzw. für die Menschheit sehr wichtig ist. Wir haben hier Romulaner-Krieghandlungen, das 2 Jahre dauert. Und das hätte man hier sehen können. Es hätte sehr viel Action gebracht. Es hätte sehr viele Charakterentwicklungen gebracht. Diese Serie hatte so viel Potenzial und ich hätte auf jeden Fall diese Serie ausgeschöpft. Jedoch als neue Star Trek Serie habe ich euch 5 Konzepte mitgebracht. Konzept 1. Star Trek Titan. Nun, nach Ende von Star Trek Nemesis sehen wir ja als Zuschauer, dass der Commander Riker befördert wurde zu Captain Riker. Er hat das Kommando über die USS Titan. Überhaupt die Titan ist auch bei den Fans sehr beliebt. Und ich finde, dass diese Serie direkt nach Star Trek Nemesis ansetzt. Sprich, wir sehen hier das Joint Venture zwischen Romulanern und der Föderation. Es ist ein sehr interessanter Zeitpunkt. Wir können hier auf vieles eingehen. Wie schaut es im Alpha-Quadranten, Beta-Quadranten weiter aus? Mit dem Cardassianern, mit dem Dominion. Man hätte auch hier öfters mal Gastauftritte, zum Beispiel von der Enterprise E mit Captain Picard. Und ich fände es total klasse, wenn wir den Riker als Captain hätten. Einerseits ist es ein vertrauter Charakter, aber doch was Neues. Die USS Titan, ein Schiff der Luna-Klasse, haben wir hier als Heldenschiff. Dann seine Frau Deanna Troi. Der Geordi könnte zum Beispiel der erste Offizier sein. Später könnte man Geordi zu Captain befördern. Und ich finde, das gäbe Star Trek viel mehr Tiefe. Wir wüssten, wie es weitergeht nach den Kinofilmen. Also Star Trek Titan hätte auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und es macht mir immer Spaß, auch Jonathan Frakes als Commander Riker bzw. Captain Riker zu sehen. Konzept 2. Star Trek Histories. Jetzt werdet ihr euch fragen, Star Trek was? Genau, Star Trek Histories. Eine Serie, das in der Vergangenheit von Star Trek spielt. Also Star Trek Histories wäre so eine Art Miniserie. Man hat hier immer 2 Teiler, 3 Teiler, je nachdem, was die Handlung braucht, immer viele verschiedene Handlungen. Sprich, die Leute hinter der Kamera wären natürlich die Veteranen, wie zum Beispiel als Regisseur Ira Stephen Baer, Rick Berman und so weiteres. Die hätte ich alle mitgenommen hier. Und Star Trek Histories würde in der Vergangenheit von Star Trek spielen, wie gesagt. Wir sehen zum Beispiel bei Star Trek Histories, wie die Borg entstanden sind. Ein 3-Teiler zum Beispiel. Wie sind die Borg entstanden? Keiner weiß es. Auch ihr habt öfters mal Fragen gestellt und ich konnte das nicht beantworten. Und hier würde ich ein Konzept erarbeiten, das uns das zeigt. Irgendwo an einem fernen Planeten im Delta-Quadranten, ein Wissenschaftler experimentiert mit moderner Technologie und er assimiliert sich selber. Und ich sag mal so, die Zivilisation wird unter seine Kontrolle gebracht und so entwickeln sich die Borg oder in der Richtung. Es hätte so viel Potenzial, man könnte so vieles über die Borg zeigen. Und es müsste sogar zwangsweise noch nicht mal im Weltraum spielen. Auch wenn es Star Trek heißt, ich hätte damit kein Problem, so einen 2-3-Teiler zu sehen, das komplett auf einem Planeten spielt. Wenn die Charaktere, die Gastas hier sehr gut sind, die Handlung gut sind, ich finde das total klasse. Und nach dem 2- bzw. 3-Teiler mit dem Borg käme ein weiterer 2- oder 3-Teiler, das im klingonischen Mittelalter spielt. Wir sehen Kales, den Unvergesslichen, wie den Tyrannen Molor umbringt und das klingonische Reich gründet. Und am Ende zeigt er zum Himmel und sagt, I'll be back. Hier, dort werdet ihr mich finden. Und dieses Stern, bzw. das Sonnensystem, worauf er zeigt, ist Boret. Das man ja auch bei Star Trek sehr gut sehen konnte. Das gäbe zum Beispiel auch den Klingonen sehr viel mehr Tiefe. Die klingonische Kultur, die Geschichte der Klingonen wird mehr bereichert. Nach den Klingonen käme noch eine weitere, 2 bzw. 3 Teiler. Da hätten wir zum Beispiel der 3. Weltkrieg, Orkmenkrieg. Das könnte man alles hier sehen. Wir könnten Khan zum Beispiel sehen. Auch Khan würde als Gast auftauchen, aber nicht die Haupthandlung spielen. Und dann könnte man auch sehr gut über CGI hier einfügen. Das hat man ja bei The Mandalorian mit Luke Skywalker auch gemacht. Es ist möglich, einen Schauspieler zu casten, der aussieht wie der Khan, bzw. wie Ricardo Montalban aus den 60ern und sein Gesicht mit CGI überarbeiten. Das würde hier klappen. Ich fände es total klasse. Auch zum Beispiel Colonel Green. Er ist ein Schurke, er ist ein Bösewicht. Das, was er macht, ist natürlich nicht gut. Aber das Böse fasziniert uns dann natürlich immer wieder.
Wie kann man nur so krankhaft denken? Und das ist auch immer sehr interessant. Das hat also irgendwas von Krimi, aber trotzdem ein Thriller. Das würde hier richtig Handlung reinbringen in Star Trek. Und dieser Schurke Colonel Green, der immer mysteriös ist und für den ich mich immer ein bisschen interessiert habe, könnte man hier besser beleuchten. In the shadow of this incalculable devastation, we find ourselves facing a colossal challenge. There's an entire world to rebuild. Not only our cities and homes, but mankind itself. Now is not the time for timidity and second guessing. We cannot afford to doubt ourselves. The Third World War just ended and the ceasefire was barely 2 years old. Unless we act decisively, we will pass on the scars of mutation and decay to future generations. Colonel Green. Colonel Green, one of the many men history has misunderstood. For the sake of our children and our children's children, we must reject the impure and cast it out! I was studying to be an historian until I had a very verbal confrontation with a certain professor who claimed that Green was nothing more than a genocidal madman. Sounds like we have the same professor. Green euthanized hundreds of thousands who were afflicted with radiation damage. Their millions of descendants would have endured horrible disease, yet history never says anything about that suffering that Green prevented. I guess it all depends on who writes the history. We did what we had to do, not what we wanted to do. I'm sure Green told himself the same thing. Konzept 3. Star Trek TOS ist zurück. Nein, nicht die Originalcrew, aber es wäre ein Schiff der Constitution-Klasse. Es würde jetzt nur anders heißen. Die Crew wäre natürlich hier auch ganz andere Charaktere. Das wäre auch eine ganz normale reguläre Serie mit mehreren Staffeln, mit vielen Folgen. Die Optik würde ich gleich behalten, sprich die Uniformen, Innenraum, die Brücke, die Korridore und auch von außen. Ich würde hier nichts modernisieren, weil das hat man bei Star Wars ja auch nicht gemacht. Sprich, Admirals Ackbar Spezies zum Beispiel sieht ja in Episode 6 so aus und in The Mandalorian sehen sie auch identisch aus. Das hat man nicht hier abgeändert bei Star Wars. Und auch zum Beispiel der Millennium Falke, überhaupt das ikonische Aushängeschild von Star Wars, genau wie die Enterprise der Constitution-Klasse, hat man in all den Filmen nicht optisch geändert, sei es im Äußeren und auch im Innenraum. Klar, bei Solo als Star Wars Stories ist ja ein bisschen neuer, aber trotzdem, ich als Fan erkenne es, ja, das ist kein Fremdkörper, das ist mein Star Wars und auch zum Beispiel die imperialen Schiffe. Also wir haben hier das Design der Mandalorian, eine Serie aus den 2020er Jahren und aufwärts. Und die Optik schaut aus den 74er aus, wie Star Wars Episode 4. Und kein Fan meckert darüber. Und ich habe ja, wie gesagt, auch mein Problem damit, dass man eben die Optik der klassischen Enterprise geändert hat. Und bei mir sehe es genauso aus. Und es macht den Fans nicht aus. Da bin ich mir absolut sicher. Denn wenn die Handlungen gut sind, die Charaktere gut sind, kann es hier klappen. Und ich kenne keinen einzigen Star Wars Fan, der gemeckert hat. Ja, die imperialen Schiffe sahen bei The Mandalorian ja von den Set-Design aus den 70ern aus. Sagt keiner. Und es sorgt eher für Unruhe, wenn du eben die Brücke der Enterprise modernisierst. Äußerlich muss ich ganz ehrlich zugeben, die Discovery Enterprise finde ich recht schön. Aber die Enterprise rein optisch, die sieht doch zeitlos aus. Also ein bestes Beispiel war Star Trek Deep Space Nine hier. Hier sehen wir, wie schön es damals die alten Star Trek Serien gemacht haben. Die klassische Enterprise sieht man hier zum ersten Mal nach Star Trek TOS. Später konnte man bei Star Trek Enterprise die Defiant sehen. Auch ein Schiff der Constitution Klasse. Und das ist es, was ich den alten Star Trek Serien wirklich sehr hoch anrechne. Wir sehen wirklich die alten Sets, die Uniformen, detailgetreu. Also diese Serien hätten die TOS-Serie komplett ignorieren können. Sie hätten auch andere Sets machen können. Aber man hat sich so viel Mühe gegeben, was sogar mehr Mühe macht, alles detailgetreu zu machen, als einfach moderner zu bauen. Und sie haben sich wirklich hier dran gehalten. Auch gerade hier unsere Helden eingefügt. Digital in die Originalszenen. Und hier diese Sets wurden komplett nachgebaut. Und wie ihr sehen könnt, Leute, ihr müsst euch einfach nur denken, das wären andere Schauspieler. Mit der modernen, scharfen Kameraführung.
wir sehen könnt, es klappt. Gerade in dieser Szene hat man auch vorher den beiden Schauspielern die Augen verbunden gehabt und dann gesagt, öffnet eure Augen. Und die Reaktion ist hier echt, als sie durch die Korridore schlendern. Wie gesagt, die Enterprise braucht keine Modernisierung. Weder von außen noch von innen. Und ich muss sagen, das rechne ich Star Wars wirklich sehr hoch an, dass sie im Original gehalten haben, während Star Trek das leider vergeigt hat. Und auch im Innenraum, wie gesagt, ich würde mich an das Original halten. Denn wenn ich diese Brücke abändern würde, dann würde ich die Szene zwischen Scotty und Picard ad absurdum führen. Constitution Class. Hi. Und ich würde die Episode mit Deep Space Nine und der Original Enterprise für null und nichtig erklären. Und auch bei der Enterprise das gleiche. Und das ist das, was ich ja in meinen älteren Videos auch gesagt hatte. All diese alten Serien hätten die Enterprise moderner rüberbringen können, aber sie haben sich an das Original gehalten, an jedes kleine Detail fast. Und ich finde das total klasse. Und vom Weltraumkämpfen her würde es auf jeden Fall so aussehen wie bei Star Trek Enterprise. Ich finde, Star Trek Enterprise hat uns das gezeigt, wie Star Trek TOS trotzdem mit den alten Optik, was man hier hat, immer noch super aussieht. Sei es die Phaser-Effekte. You're relieved, Admiral. Und sei es auch die Weltraumkämpfe. Also, so würde meine Star Trek TOS-Serie ausschauen, von den Effekten her. Die Handlung wäre natürlich auch hier sehr interessant, weil wir haben hier eine Umbruchphase. Also es spielt zu der vierten Staffel von Star Trek TOS. Also sprich, Star Trek TOS endet ja bei Staffel 3 und bei Staffel 4, das parallel spielt, ein Jahr später, mit aber anderen Schiffsbesatzungen hier. Wie gesagt, es wird also nicht Kirk hier sein. Man kann ja vereinzelt Kirk erwähnen oder vielleicht sogar ganz kurz mal einen Gastauftritt auch hier machen über CGI. Aber nichtsdestotrotz, es wäre eine Standalone-Handlung und gerade die Phase, wo sich TOS befindet, ist eigentlich im Star Trek-Universum sehr wichtig. Kalter Krieg mit den Klingonen und die Romulaner sind ja in der ersten Staffel bei Star Trek TOS zurückgekehrt, in der Episode Spock unter Verdacht.
Und der Quadrant hat hier Probleme mit dem Kalten Krieg zwischen den Romulanern, zwischen den Klingonen und der Föderation. Und zum Teil haben ja die Romulaner und die Klingonen hier auch eine Allianz gegründet. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Zeitperiode, das man nicht unterschätzen sollte. Und ich finde, dass diese Serie weiter ausbauen würde. Wichtig ist natürlich auch immer dabei, dass hier das, was Star Trek ausmacht, dabei ist. Also sprich, meine Serien werden nicht nur blanke Action. Klar, Action kann man zwischendurch mal einbauen. Aber Star Trek war schon immer ein bisschen ruhiger. Sprich, das ist ja wie im echten Leben. Ihr habt ja nicht jeden Tag Action, wenn ihr zur Arbeit geht. Es gibt ja einige Tage, da habt ihr es ruhiger im Büro. Und ich finde, das bringt Star Trek auch sehr gut rüber. Wir haben hier öfters mal auch Episoden, wo keine einzige Waffe abgefeuert wird und trotzdem die Charakterentwicklungen richtig genial sind. Als weiteres Konzept habe ich hier Star Trek Picard. Richtig gehört. Aber nicht ganz, was wir von Star Trek Picard bekamen. Aber geht trotzdem im Groben in diese Richtung. Ja, es sind jetzt Jahre vergangen, auch in Real Time. Wir haben das Jahr 2020. Und ich finde, man könnte auf jeden Fall Star Trek Picard einführen. Wir sehen einen Rentner Picard, auch in Ordnung. Man könnte auch von mir aus das, was den Romulanern passiert ist, mit dem Supernova, kann man hier auch zeigen von mir aus. Und hier könnte man wirklich schon einen kleinen Schritt auch von Optik her Richtung Moderne machen, aber es trotzdem nicht übertreiben. Und bitte die Handlungen auch von den alten Serien respektieren, damit das zusammen einen Sinn ergibt. Also sprich zum Beispiel, das, was ich Star Trek Picard in der ersten Staffel am meisten angekreidet habe, waren auch mitunter auch die Androiden. Das macht eigentlich die schönste Episode von vielleicht von TNG oder auch von Star Trek ever kaputt. Das, was man sah bei Wem gehört Data. Einfach genial, die Episode. Und hier würde ich das auch noch okay finden, wenn unser Picard stand alone ist. Ja, er hat ab und zu Riker, Deanna, die eine Familie gegründet haben. Kann man auch hier zeigen, vereinzelt. Aber Picard ist mit seiner Crew unterwegs. Also, wie zum Beispiel der La Sirena. Das ist in Ordnung an sich. Da müssen aber auch wirklich die Charaktere richtig gut geschrieben sein und die Handlung. Und wir sehen Picard also als Mittelpunkt, aber doch nicht im Mittelpunkt. Das wäre ein guter Mix. Es hat Potenzial. Star Trek Picard ist immer noch die Serie, die ich im Vergleich zu J.J. Trek oder Discovery am meisten gebraucht habe. Ich wollte nicht immer wissen, wie es hier weitergeht. Bei Star Trek Titan hätten wir natürlich kurz nach dem Dominion-Krieg das gesehen. Bei Star Trek Picard sind schon einige Jahre vergangen, beziehungsweise Jahrzehnte vergangen. Aber nichtsdestotrotz, man könnte hier noch vieles einbauen. Gerade auch zum Beispiel die Spezies, die würden natürlich hier auch so aussehen wie im alten Star Trek. Auch zum Beispiel die Klingonen. Aber ich muss sagen, obwohl ich die Cardassianer, die Romulaner, die Klingonen sehr mag, würde ich sie wirklich nur sehr selten einsetzen. Ich würde viel mehr auf die Spezies eingehen, die bei den Fans sehr beliebt sind, aber selten gezeigt werden. Bestes Beispiel die Gorn, die Tolianer, die Breen. Sie sind so mysteriös und wir wissen nicht genug über diese Spezies. Und ich finde, man sollte nicht die Romulaner und die Klingonen immer weiter hier das durchkauen. Es ist schön, die mal zu sehen, vereinzelt, aber Haupthandlung wäre auf jeden Fall in dieser Richtung. Das gäbe dem Star Trek-Universum, wie gesagt, viel mehr Tiefe. Nichtsdestotrotz, als Konzept finde ich Star Trek Picard eigentlich schon mal richtig gut gemacht, nur man hat es schlecht rübergebracht. Man hätte es auf jeden Fall viel, viel anders machen können. Als letztes Konzept habe ich euch Star Trek Enterprise J mitgebracht. Ich weiß, ein sehr kontroverses Schiff. Entweder man mag es optisch oder man mag es nicht. Ich persönlich finde, sie sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, sie ist gewöhnungsbedürftig und sie ist bestimmt nicht das Eleganteste, was es im Universum gibt. Und ich finde sie auf jeden Fall nicht besser als die Enterprise D. Aber darum geht es ja auch hier nicht. Und hier würde es zeitlich wirklich auch bei mir am weitesten wegspielen von der regulären Handlung. Sprich, Picard ist tot, wir spielen im 26. Jahrhundert. Es gibt kein Riker und so weiteres. Man kann sie mal vereinzelt wieder mal erwähnen, ihre Mission etc. als eine Art East Egg. Aber das wäre wirklich ein Konzept, das anders ist. Und hier würde ich sogar ganz, ganz im Groben Richtung Discovery gehen. Also zum Beispiel, was sagte Doug Drexler, der die Enterprise J entwickelt hat? Er sagte, dass die Enterprise J mit Impuls fliegen kann, mit Warp fliegen kann, aber sie hat einen Antrieb, wo sie springen kann. Also sie kann von Alpha Quadranten, von der Erde, jumpen, zu Delta Quadranten, zu den Kazon zum Beispiel. Das macht die Galaxie ein bisschen kleiner. Und hier käme die Bedrohung zum Beispiel, eine Handlung, aus einer anderen Galaxie. Zum Beispiel die Kelvianer. Das sah man bei Star Trek TOS sehr gut. Sie kommen aus der Galaxie Andromeda, unserer Nachbargalaxie. Und das könnte man hier zum Beispiel einführen. Die Cardassianer sind Mitglied bei der Föderation, die Romulaner. Also sprich, der Quadrant, die Milchstraße, ist stärker zusammen. Und wir haben die Bedrohung von Externen. Und das könnte man hier einführen. Man könnte natürlich auch hier die moderne Optik einführen.
Zum Beispiel bei Discovery, so sehr ich auch die Serie kritisiere, die Kommunikatoren zum Beispiel finde ich gar nicht mal so schlecht, sondern als Transporter und so weiteres. Das heißt, du musst dich immer dich melden, dass du gebeamt wirst. Und das fände ich als Konzept gar nicht mal so schlecht. Oder du hast hier persönliche Schutzschild, das dich schützt vor Schüssen, zumindest für ein paar Schüsse. Und hier könnte ich sogar mir vorstellen, kurzzeitig die Spacesuits abzuschaffen. Aber nur wirklich kurzzeitig, dass du ein Schild hast, das dich vor dem Vakuum des Weltraums schützt, wie bei der animierten Serie. Nun, ich muss sagen, die Enterprise J, an sich bin ich kein Fan, noch x-mal die Serie Enterprise zu erwähnen. Wie viele Enterprise-Serien haben wir noch? Enterprise hier, Enterprise da. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es vom Konzept her super. Es würde mich auch interessieren, wie es im 26. Jahrhundert weitergeht. Laut Doug Drexler haben wir hier ein Schiff, das riesengroß ist. Die Enterprise J ist ein Schiff der Universe-Klasse und sie ist wie eine Stadt. Das alles könnte man hier zeigen. Aber wie gesagt, von den Handlungen her, bitte sich an das Original halten und nicht dafür sorgen, dass die Serien sich widersprechen. Und dass ich hier als Star Trek-Fan hier ein Fragezeichen habe. Bitte nicht. Und das käme bei mir auch nicht. Das wäre im Groben mein Konzept, wie ihr sehen könnt. Ihr kennt ja meine Meinung zum neuen Star Trek und ich bin da recht konservativ. Und ich finde, Star Trek kann man weiterentwickeln, aber nicht in Anführungsstrichen zu sehr modernisieren. Wie ich schon immer schon als Beispiel sagte, Beispiel Golf. Wenn ich Golfsport interessanter machen will und ich will, dass die breite Masse Fußballfans, Golffans werden, führe ich doch auf dem Golfplatz keine Tore ein. Und keine Fußbälle, keine Eckfahnen und. Golf ist nun mal ein Golf, Basketball ist nun mal Basketball. Und das ist, Leute, Star Trek. Entweder bist du Star Trek-Fan und das spricht dich an, oder du sagst, nee, das ist nichts für mich und gut ist. Nicht? Und bis jetzt ist Star Trek in der Vergangenheit immer gut gefahren. Und siehe da, ihr seid Star Trek-Fans, ich bin Star Trek-Fan. Und ich finde, das klappt. Also Leute, was ist eure Meinung? Stimmt ihr mir zu oder stimmt ihr mir nicht zu? Schreibt das doch mal unten in den Kommentaren. Findet ihr, dass Star Trek unter meiner Kontrolle besser dran ist oder schlechter dran ist? Das würde ich auch gerne wissen. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Like von euch freuen. Und natürlich, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, über ein Abo. Bis zum nächsten Video, Leute. Bleibt wohlgesonnen. Bis dahin, lebt lang und erfolgreich.